Wir feiern Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Wort und Treue hält ewiglich und der niemals preisgibt das Werk seiner Hände. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Und mit deinem Geiste. Liebe Schwestern und Brüder, wir begrüßen euch mit dem Wochenspruch. Er steht im 2. Timotheusbrief, Kapitel 1, Vers 10. Jesus Christus hat dem Tode die Macht genommen und das Leben. Und ein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht durch das Evangelium. Ihr Lieben, heute gibt's Protest. Ja, wir protestieren heute in diesem Gottesdienst. Nein, keine Angst, wir gehen nicht auf die Straße oder nehmen auch keine Banner mit, aber wir könnten uns das vorstellen. Ein Banner mit der Aufschrift Tod, wo ist dein Stachel, Hölle, wo ist dein Sieg? Und so habt ihr auch schon erraten, wo es heute drum geht, nämlich wir protestieren heute gegen den größten Feind der Menschheit, nämlich den Tod. Aber was hat das für einen Sinn, wenn wir gegen den Tod protestieren? Ändern können wir daran doch nichts, dass wir alle sterben müssen. Nein, wir protestieren mit Jesus gegen den Tod, weil er dem Tod die Macht genommen hat. Und in diesem Bewusstsein lasst uns das erste Lied miteinander singen. Das ist die Nummer 454, Auf und mach die Herzen weit. Wir beten mit Worten aus Psalm 68. Die Gerechten aber freuen sich und sind fröhlich vor Gott und freuen sich von Herzen. Singet Gott, Lob singet seinen Namen. Macht Bahn dem,
der durch die Wüste einherfährt. Er heißt Herr. Freut euch vor ihm. Ein Vater der Weisen und ein Helfer der Witwen ist Gott in seiner heiligen Wohnung, ein Gott, der die Einsamen nach Hause bringt, der die Gefangenen herausführt, dass es ihnen wohlgehe. Gelobt sei der Herr täglich. Gott legt uns eine Last auf, aber er hilft uns auch. Wir haben einen Gott, der da hilft, und den Herrn, der vom Tode errettet. Gebt Gott die Macht, seine Herrlichkeit ist über Israel und seine Macht in den Wolken. Wundersam ist Gott in seinem Heiligtum. Er ist Israels Gott. Er wird dem Volke Macht und Kraft geben. Gelobt sei Gott. Amen. Wir sind hier zusammen in Jesu Namen. Wir sind hier zusammen in Jesu Namen. Himmlischer Vater, wir kommen heute Morgen zu dir, um dir unsere Schuld zu bekennen und unsere Ängste. Ja, Herr, wir haben Angst vor dem, was kommt. Vor allen Dingen vor dem, was wir nicht selbst bestimmen können. Wir haben Angst vor dem, was in der Welt passiert. Und viele haben auch Angst vor dem Sterben. Der Tod kommt, wann er will. Wir können ihn nicht aufhalten, noch können wir bestimmen, wann und wie er kommt. Ja, und diese Ungewissheit kann Angst machen. Aber du hast Jesus in diese Welt kommen lassen, damit er durch seinen Kreuzestod dem Tod die Macht für ein für alle Mal genommen hat. Lass uns das erkennen. Lass uns erkennen, dass wir Menschen sind, die Fehler haben. Dass wir Menschen sind, die eben nicht perfekt sind und ja, die Ängste haben. Und ja, auch Ängste und Sorgen haben dürfen. Wir bitten dich, nimm uns diese Sorgen, indem du uns unsere Gottesferne nimmst und uns unsere Schuld vergibst. Dich unserer immer wieder gern. Und dazu ist Christus erschienen und in die Welt gekommen, dass er uns unsere Schuld vergibt und dem Tod die Macht genommen hat, damit wir leben können. Dafür geben wir ihm die Ehre. Lobe den Herr, meine Seele, unser
Jesus, du Überwinder des Todes. Du hast mit deinem Kreuzestod gegen den Tod protestiert. Du hast ihm die Macht genommen. Du hast dafür gesorgt, dass wir Vergebung erlangen können und ewiges Leben bei dir. Denn du hast, wie du versprochen hast, bei unserem himmlischen Vater die Wohnung für uns bereit gemacht. Lass uns das erkennen, damit uns die Angst vor dem Tod nicht erdrückt. Das bitten wir durch dich, der du mit dem Vater und dem Heiligen Geist lebst und leben wirkst von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen, 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 Amen. Die alttestamentliche Lesung steht im Klageliederbuch des Jeremia, Kapitel 3, die Verse 22 bis 26 und 31 und 32. Durch Gottes Güte sind wir noch am Leben, denn seine Liebe hört niemals auf. Jeden Morgen ist sie neu wieder da und seine Treue ist unfassbar groß. Ich sage, der Herr ist mein Ein und Alles. Darum setze ich meine Hoffnung auf ihn. Der Herr ist gut zu dem, der auf ihn zählt. Zu jedem, der seine Nähe sucht. Darum ist es das Beste zu schweigen und auf die Hilfe des Herrn zu warten. Auch wenn der Herr uns Leiden schickt, erbarmt er sich doch wieder über uns, weil seine Liebe so reich und groß ist. Nicht für immer verstößt er uns. Halleluja! Wir haben einen Gott, der da hilft. Und den Herrn, der vom Tode errettet. Halleluja. Halleluja. Gottes Wort gehört und wollen darauf antworten, indem wir gemeinsam unseren christlichen Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Lass uns das nächste Lied singen. Das ist die Nummer 115. Jesus lebt, mit ihm auch ich. Wir singen die Anbetung.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem, der da ist und der da war und der da kommt, unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Amen. Der Predigtext steht im Johannesevangelium Kapitel 11, die Verse 1 bis 3, 17 bis 27 und 28 bis 45. Lazarus aus Bethanien wurde krank. Bethanien ist das Dorf, in dem Maria und ihre Schwester Martha wohnten. Maria war es, die später die Füße des Herrn mit dem kostbaren Öl übergossen und dann mit ihrem Haar getrocknet hat. Der kranke Lazarus war ihr Bruder. Die Schwestern ließen Jesus mitteilen: Dein Freund ist krank. Als Jesus nach Bethanien kam, lag Lazarus schon 4 Tage im Grab. Das Dorf war keine 3 Kilometer von Jerusalem entfernt und viele Leute aus Judäa hatten Martha und Maria aufgesucht, um die beiden zu trösten. Als Martha hörte, dass Jesus sich dem Dorf näherte, ging sie ihm entgegen. Maria blieb im Haus. Martha sagte zu Jesus: Wenn du bei uns gewesen wärst, hätte mein Bruder nicht sterben müssen. Aber ich weiß, dass Gott dir auch jetzt keine Bitte abschlägt. Dein Bruder wird auferstehen, sagte Jesus zu ihr. Ich weiß, erwiderte sie, am letzten Tag, wenn alle auferstehen, wird auch er ins Leben zurückkehren. Jesus sagte zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer mich annimmt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und sich auf mich verlässt, wird niemals sterben. Glaubst du das? Sie antwortete: Ja, ich glaube, dass du der versprochene Retter bist. Du bist der Sohn Gottes, der in die Welt kommen sollte. Nach diesen Worten ging Martha zu ihrer Schwester zurück, nahm sie beiseite und sagte zu ihr: Jesus ist hier und fragt nach dir. Als Maria das hörte, stand sie schnell auf und lief zu ihm hinaus. Jesus hatte das Dorf selbst noch nicht erreicht. Er war immer noch an der Stelle, wo Martha ihn getroffen hatte. Die Leute, die bei Maria im Haus waren, um sie zu trösten, sahen, wie sie aufsprang und hinauseilte. Sie meinten, dass Maria zum Grab gehen wollte, und folgten ihr. Als Maria zu Jesus kam und ihn sah, warf sie sich vor ihm nieder. Wenn du bei uns gewesen wärst, hätte mein Bruder nicht sterben müssen, sagte sie zu ihm. Jesus sah sie weinen. Auch die Leute, die mit ihr gekommen waren, weinten. Er wurde zornig und war sehr erregt. Wo liegt er? Fragt er. Komm, wir zeigen es dir, sagten sie. Jesus kamen die Tränen. Da sagten sie: Er muss ihn sehr geliebt haben. Aber einige meinten:
Den Blinden hat er sehend gemacht. Warum hat er nicht verhindert, dass Lazarus gestorben ist? Aufs Neue wurde Jesus zornig. Er ging zum Grab. Es bestand aus einer Höhle und der Eingang war mit einem Stein verschlossen. Nehmt den Stein weg, befahl er. Martha, die Schwester des Toten, wandte ein. Herr, es riecht doch schon. Er liegt seit 4 Tagen im Grab. Jesus sagte zu ihr, ich habe dir doch gesagt, dass du die Herrlichkeit Gottes sehen wirst, wenn du nur Vertrauen hast. Sie nahmen den Stein weg. Jesus blickte zum Himmel auf und sagte, ich danke dir, Vater, dass du meine Bitte erfüllst. Ich weiß, dass du mich immer erhörst, aber wegen der Leute hier spreche ich es aus, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Nach diesen Worten rief er laut, Lazarus, komm heraus! Der Tote kam heraus. Seine Hände und Füße waren mit Binden umwickelt und sein Gesicht war mit einem Tuch verhüllt. Jesus sagte, nehmt ihm das ab, damit er weggehen kann. Viele Leute aus Judäa, die bei Martha zu Besuch waren, hatten das miterlebt und fassten Vertrauen zu Jesus. Herr Gott, heilige du uns in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, mich erschüttert diese Geschichte immer wieder zutiefst, wenn ich sie höre. Weil ist sie doch ein Vorbote dessen, was kurz danach geschehen sollte, nämlich Jesu Kreuzestod und seine Auferstehung. Was mich immer wieder zum Nachdenken bringt, das ist die Tatsache, dass Jesus tatsächlich den Toten mit einem Ruf auferweckt. Dass Lazarus herauskommt und in sein Haus zurückkehrt. Das Vorspiel hierzu ist allerdings nicht weniger eindrucksvoll. Martha, die Pragmatikerin, die geht als erstes zu Jesus und spricht die Worte, die anschließend auch Maria zu ihm sagt. Herr, wärst du hier gewesen, dann hätte Lazarus nicht sterben müssen. Aus ihrem Mund klingt das zunächst wie ein Vorwurf. Und ja, diesen Eindruck könnte man auch gewinnen. Aber wer ist denn bei einem Verlust eines Menschen nicht irgendwo vorwurfsvoll gestimmt? Der Zeitpunkt des Todes, der kommt doch, wenn wir mal ehrlich sind, immer zum Falschen. Ob nun ein ganz junger Mensch stirbt, derjenige todkrank war, ob es ein Sekundentod ist oder ob ein alter Mensch friedlich einschläft oder nach langem Leiden erlöst wird, für die Angehörigen kommt der Tod immer zum falschen Zeitpunkt.
Und wer möchte da Martha einen Vorwurf machen, wenn sie sagt, Jesus, wärst du hier gewesen, dann? Aber Jesus kennt Martha. Er weiß, dass sie nicht provozieren will, sondern wirklich verzweifelt ist. Und er will ihr Trost spenden. Er sagt, dein Bruder wird auferstehen. Und das glaubt Martha. Ja, wenn alle Menschen auferstehen am jüngsten Tag, dann wird er auferstehen. Ich bin die Auferstehung und das Leben, sagt Jesus. Wer an mich glaubt, wird nicht sterben, selbst wenn er gestorben ist. Tröstliche Worte. Und dann fragt er Martha, glaubst du das? Ja, Jesus nimmt da kein Blatt vor den Mund, sondern er spricht diese Frage unumwunden aus. Und Martha sagt, ja, ich glaube dies. Und damit scheint die Sache zunächst einmal abgetan zu sein. Als Maria hört, dass Jesus nach Bethanien kommt, geht das Spielchen wieder von vorne los. Sie springt auf, läuft Jesus entgegen, viele folgen ihr, weil sie denken, dass sie eben zum Grab geht. Und sie kommt auch Jesus entgegen, wirft sich vor ihm nieder und weint und spricht dieselben Worte. Herr, wärst du hier gewesen, dann hätte mein Bruder nicht sterben müssen. Jesus kennt auch Maria. Er weiß, dass die beiden Schwestern vom Charakter her völlig unterschiedlich sind, aber er liebt sie beide gleichermaßen. Und er wird zornig, als die Menschen ihn ja auf die Probe stellen wollen, indem sie sagen, dem Blinden hat er geholfen, dem Lahmen hat er geholfen, warum hat er nicht dafür gesorgt, dass Lazarus nicht sterben muss? Der Glaube ist vorhanden, aber er wird als Vorwurf missbraucht in dem Moment. Und ob das es letztendlich ist, was Jesus umtreibt, dann dies zu tun, was er letztendlich tat, nämlich seinem Vater im Himmel zu danken, dass er seine Bitte erhört hat, nämlich, dass er ihm die Vollmacht gibt, den Toten aus dem Grab herauszuholen und dadurch die Herrlichkeit des Vaters auf Erden zu verkünden. Das geht aus diesem Bericht nicht hervor. Aber dass Jesus zornig werden kann, das haben wir des Öfteren erlebt. Er nahm auch kein Blatt vor den Mund, wenn ihm etwas nicht passte. Aber hier schien das Maß irgendwo voll zu sein. Ob Jesus das beabsichtigt hatte, wie gesagt, das wissen wir nicht. Aber Tatsache ist, dass eben genau das Unfassliche geschieht, dass Lazarus letztendlich aus der Gefangenschaft des Todes heraustritt und in sein Leben zurückkehrt. Diese Macht, die Jesus hier demonstriert, gibt einen Einblick darin, was später folgt.
nämlich etwas noch viel Größeres, nämlich die Vergebung der Schuld aller Menschen. Aller Menschen, die je gelebt haben, die zur Zeit Jesus und heute leben und aller Menschen, die jemals auf dieser Erde leben werden. Die Vergebung der Schuld ist das eine. Aber das andere ist, dass Jesus durch den himmlischen Vater noch einen Schritt weiter geht. Nicht nur, dass alle Opfer mit Jesu Tod sinnlos werden, weil er sich ein für alle Mal für uns geopfert hat, so lässt ihn der himmlische Vater nicht im Tod, sondern erweckt ihn auf und versöhnt sich damit mit der ganzen Welt, also auch mit uns, mit dir und mit mir. Wir haben die Möglichkeit des ewigen Lebens, des Lebens in Frieden mit Gott, des Lebens in der ewigen Heimat. Der Tod ist zwar immer noch mit seiner ganzen Grausamkeit gegenwärtig, aber der Tod hat uns nicht mehr in der Hand. Der Tod erdrückt uns nicht mehr mit seiner Allmacht. Er kann uns lediglich hinüberführen in das ewige Leben. Und das, glaube ich, haben die Menschen verstanden, als Lazarus aus dem Grab herauskam. Ja, Jesus hat in dieser Welt, noch bevor er selber sterben musste, auf diese Weise gegen den Tod protestiert. Er hat gezeigt, dass der Tod zwar um uns ist, aber dass er uns eben einfach nicht mehr in der Gewalt hat. Und da spielt es keine Rolle, ob sich Jesus zu seinem Handeln hat treiben lassen oder sich provoziert fühlte. Nein, er hat uns damit einen großen Dienst erwiesen. Er hat uns klar gemacht, das, was hier jetzt mit Lazarus auf dieser Erde geschieht, das kann mit euch allen geschehen, wenn ihr mich annehmt, wenn ihr mir folgt, wenn ihr mich um Vergebung bittet, wenn ihr mir eure Lasten aufbürdet, wenn ihr zu mir kommt, alle, die ihr mühselig und beladen seid, dann will ich euch erquicken. Ich möchte euch eure Last leicht machen und das Joch so zurechtschneiden, dass ihr euch in Sicherheit darin bewegen könnt. Ob man nun dieses Wunder glaubt oder nicht, darum geht es letztendlich gar nicht. Aber es geht darum, dass durch Jesus unser himmlischer Vater verherrlicht wird. Das heißt, dass er unter den Menschen als der gütige Gott bekannt gemacht wird, der uns eben nicht im ewigen Tod lassen will. Gott ist der Herr über Leben und Tod. Er allein weiß den Tag noch und auch die Stunde. Wir wissen sie nicht und auch Jesus weiß sie nicht. Und er weiß auch, wann der Tag anbricht, dass Jesus erneut auf unsere Erde zurückkommt, um die Lebenden und die Toten zu richten. Wir wissen den Tag und die Stunde nicht,
Und auch Jesus weiß sie nicht. Aber unser himmlischer Vater kennt sie genau. Aber dies muss uns eben nicht ängstigen, weil der Tod eben durch Jesu Tod und Auferstehung zum Leben dazugehören kann. Ja, manche bezeichnen den Tod auch als Freund, der uns von Leiden erlöst. Und viele sagen auch, der Tod gehört zum Leben dazu. Aber das kann man wirklich nur dann sagen, wenn man sich gewiss sein darf, dass eben nach dem Tod nicht alles aus ist, sondern der Tod nur ein Übergang ist für das, was Jesus in der kommenden Welt für uns bereithält, nämlich ewiges Leben in Fülle und vor allen Dingen ewiger Friede mit unserem himmlischen Vater. Amen. Und der Friede Gottes, der all unser Begreifen übersteigt, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Amen. Wir singen das nächste Lied. Das ist die Nummer 391, Jesu, geh voran. Dieser Stelle noch einige Dinge mitteilen. Wir laden wieder herzlich ein zu den nächsten Gottesdiensten. Am kommenden Mittwoch feiern wir wieder Lobpreisgottesdienst. Da werden wir dann in der Apostelgeschichte fortfahren. Am Donnerstag ist wieder unser ökumenisches Friedensgebet und am kommenden Sonntag laden wir herzlich ein zum Gottesdienst und auch wieder zum Kindergottesdienst. Wir danken euch ganz herzlich, dass ihr auch heute wieder mit uns Gottesdienst feiert. Ja, es ist schön, mit euch Gemeinschaft zu haben und das schon über viele Jahre. Das tut einfach gut. Wir werden auch heute wieder die Spendenkonten zugunsten der Flutopfer und der Ukraine einblenden. Wir danken euch für alle Hilfe, die ihr bisher geleistet habt und auch die Hilfe, die ihr künftig leisten werdet. Und alle übrigen Kollektenzwecke, die könnt ihr wie immer aus dem Internet über eure Gemeindebüros und natürlich auch in den Gottesdiensten erfahren. Gott segne Geber und Gaben. Nun wollen wir miteinander Fürbitte halten. Lieber himmlischer Vater, Jesus hat dich verherrlicht
durch die Auferweckung des Lazarus. Er hat gezeigt, dass du der Herr über Leben und Tod bist. Wir bitten dich, lass uns das verstehen und begreifen, damit wir die Angst vor dem Tod verlieren. Lass uns verstehen, dass der Tod, so schrecklich er auch ist, zum Leben dazugehört. Wir bitten dich, sei du mit uns und nimm denjenigen, die vom Tod und vom Sterben Angst haben, genau diese Ängste. Herr, wir bitten dich um den Frieden in der Welt. Wohin wir schauen, sind wir vom Tod umfangen. Der Tod ist um uns herum. Durch Krieg, durch Terror, durch Gewalt, durch Menschen, die andere unterdrücken und am Leben hindern. Herr, wir bitten dich, setz dem ein Ende. Lass die Spirale der Gewalt unterbrochen werden durch deinen Frieden, der so viel höher ist als all unsere Vernunft. Herr, wir bitten dich, nimm von uns auch das gedankliche Töten. Nimm von uns den Hass auf andere. Gib, dass wir uns gegenseitig als Menschen verstehen und ernst nehmen, damit auch wir verstanden werden und ernst genommen werden können. Herr, wir bitten dich, wehre du dem gedanklichen Tod in Familien und Gemeinschaften. Gib, dass wir Frieden haben durch dein Wort. Gib, dass sich dein Wort verbreitet in unserem Land, in unserem Volk, auf unserem Kontinent und in der Welt. Lass uns gewiss sein, dass wir ohne dein Wort nichts tun können. Herr, wir bitten dich auch für deine Kirche auf der ganzen Erde, die so unterschiedlich ist und zum Teil zerstritten, die zum Teil mit Problemen zu kämpfen hat, mit denen sie nicht fertig zu werden scheint. Herr, wir bitten dich, gib deiner Kirche deinen Geist, dass sie sich darauf besinnt, für was sie einst von deinem Sohn gegründet wurde, nämlich um dich groß zu machen auf dieser Erde und bei den Menschen. Lass deine Kirche zur Heimat werden für all die, die auf der Suche sind, und gib all denjenigen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind, Freude daran, dein Wort zu verkündigen. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Alles, was uns sonst bewegt, das bringen wir nun in der Stille vor dich. Jesus, du bist die Auferstehung und das Leben. Lass uns an dich glauben, damit wir Leben haben, so wie du es uns versprochen hast. Wir bitten dich, mach uns immer wieder neu zu deinen Kindern, damit wir voll Vertrauen vor dich treten können und beten können, wie du uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel,
geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Lass uns miteinander das Schlusslied singen. Das ist die Nummer 171. Bewahre uns Gott, behüte uns Gott. Vielen Dank an euch alle, dass ihr heute mit uns diesen Gottesdienst gefeiert habt. Wir wünschen euch eine gesegnete Zeit und bleibt gesund und behütet. Und so geht nun hin mit dem Segen des Herrn in diesen Tag und in die neue Woche. Der Herr segne uns und behüte uns. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über uns und sei uns gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf uns alle und schenke uns und der Welt seinen Frieden. Amen, Amen, Amen. Zum Abschluss singen wir das Lied: Du gewannst für uns die Siegeskrone.